Das Jump-Team lud die 6- bis 10-Jährigen am Freitag, dem 12. August, auf den Sportplatz Innerhofen ein. Dieses Sport- und Bewegungsfest wurde bereits zum 4. Mal vom Familienreferat des Landes Oberösterreich durchgeführt. Jump wurde vor einigen Jahren vom Oberösterreichischen Familienreferat ins Leben gerufen, weil wir der Meinung waren, dass es wichtig ist für die Kinder von 6 bis 10 Jahren, dass in den Ferien was Lässiges passiert. Und Jump, 4 Ballspielstationen, 4 Koordinationsstationen, machen den Kindern immens Spaß. 2 Stunden Bewegung, Action. Und ich glaube, wir liegen mit dem Projekt momentan sehr, sehr richtig. Bei dem Spiel geht es darum, dass man es als Gruppe schafft, gemeinsam das Netz so zu heben und die Bälle so in die Luft zu schmeißen, dass man es auch wieder fangen kann. Und funktioniert schon? Ja, wir sind schon bei 2 Bällen, sieht man ja, oder? Wir haben schon 2 Bälle jetzt. Ja, wir probieren es. Also, laut schön. 1, 2, 3! Meistens funktioniert es. Bewegung spielt bei der Entwicklung körperlicher und geistiger Fähigkeiten ab dem ersten Lebensjahr eine entscheidende Rolle. Dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern stehen aber die Verlockungen Fernseher, Smartphone oder Computer gegenüber. Aus diesem Grund bot das Familienreferat des Landes Oberösterreich ein attraktives Sportprogramm an, das ihnen einen Erstkontakt mit verschiedensten Sportarten und den örtlichen Sportvereinen ermöglichte. In der Hofen ist bei der Union heuer sehr viel los. Wir machen sehr viel für Kinder und Jugendliche. Heute sind wir bei der Jump Tour. Das ist für die 6- bis 10-Jährigen. Ist ein Spielfest, zu dem wir eingeladen haben, gemeinsam mit dem Familienreferat des Landes Oberösterreich und der Sport- und Turnunion Oberösterreich. Wir machen heuer Schwerpunkte für die Jugendlichen und für die Kinder. Wir haben das ganze Jahr Kinder gesund bewegen gemacht, wo wir die Turnstunden in den Volksschulen begleiten. Wir haben die U-Tour gemacht, das ist für die Sporthauptschule oder Sportmittelschule, wie es jetzt heißt, wo wir ebenfalls den Turnunterricht begleiten. Wir wollen damit die Kinder animieren, Sport zu machen. Wir wollen damit versuchen, mit den Eltern gemeinsam die Kinder zu animieren, dass sie zu uns kommen, dass sie sich bewegen, dass sie etwas tun. Und ich glaube, das gelingt uns heuer im Jubiläumsjahr, 70 Jahre Union Neuhofen, ganz besonders gut. Denn die Jugendarbeit ist in einem Sportverein an erste Stelle zu setzen. Und ich darf mich bei allen herzlich bedanken, die hier mitmachen, die hier mittun und die uns dabei unterstützen. Mir liegt das Projekt sehr am Herzen, weil ich glaube, dass einfach die Kinder da toll betreut werden, dass da in 2 Stunden sehr viel passiert und dass das sicher auch mit nach Hause nehmen können und auch in der Zukunft, dass da einfach Wege finden, beim Sport zu bleiben und die Gesundheit und Bewegung einfach einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft finden soll. Jump ist ein Gesamtpaket, bei dem die Betreuung der insgesamt 8 Stationen durch geschulte Trainer erfolgt. Wir machen da jetzt den Geschicklichkeitsparcours. Wir nehmen zum Beispiel das Sackerl und gehen uns da ins Gemisch. Oder eine zweite Möglichkeit ist auch den Schläger und das Sackerl. Dann gehen wir da gemeinsam den Parcours durch. Unsere Kinder haben sich recht darauf gefreut und sind da recht euphorisch auch dabei. Und es gefällt ihnen recht. Spielen mit Bälle, springen, alle verschiedenen Elemente dabei. Und ich glaube, es macht ihnen recht Spaß. Und wir möchten da in die Richtung unsere Kinder einfach ein bisschen fördern, dass wir Sport machen und dass da sie einfach auch mehr bewegen als sonst halt daheim. Und deswegen haben wir gesagt, melden wir uns auch zu dem Event da heute und es taugt uns recht gut. Bei uns sind 3 Kinder dabei, 10, 8 und 6. Und ja, sie sind sowieso eher sportlich aktiv. Und jetzt in den Ferien nützen wir halt alle Gelegenheiten, die irgendwie mit Sport und Bewegung zu tun haben. Und das ist erstmalig jetzt dieses Jahr, dass wir von der Veranstaltung erfahren haben, eben mehr von unseren Verwandten. Und ja, jetzt probieren sie das halt einmal aus. Und so wie es ausschaut, glaube ich,
gefällt es ihnen recht. Und wir werden sicher dann, wenn es das wieder gibt nächstes Jahr, wieder mitmachen lassen. Bodenturnen auf der Airdrag-Matte, Slackline, Koordinations- und Ballspiele sind einige der Stationen, die angeboten wurden. Wir sind da heute beim Jump und die Aufgabe ist es einfach, den Kindern zu vermitteln, der Spaß an der Bewegung, das ist das Wichtigste. In dieser Viertelstunde, was wir haben, da tun wir jetzt nicht großartig turnen, sondern einfach den Kindern das herüberzubringen, wie man sich schön bewegt und wie man einfach Spaß daran hat. Und das macht voll Spaß anderswo. Durch die Unterstützung der örtlichen Vereine und der professionellen Begleitung durch die Sportpädagogen des Union-Landesverbandes garantierte das spannende Bewegungsangebot eine Ausrichtung der Events auf hohem Niveau, aber ohne Wettkampfstress. Es laufen alle Veranstaltungen immer gleich ab, die Kinder sind mit Feuereifer dabei, aber uns liegt sehr am Herzen, dass einfach da auch nachhaltig dann weitergearbeitet wird, dass die Kinder einfach beim Sport bleiben, dass sie aktiv sind, dass sie viel Bewegung machen, weil ich glaube, dass das in der Zukunft immer, immer wichtiger wird. Es ging nicht um Meter oder Sekunden, sondern darum, die Freude am Sport zu entdecken. Und wie an den Gesichtern der Kinder zu sehen ist, ging dieser Wunsch und diese gute Idee auch auf. Es macht mir richtig Spaß.